Moin Leute, willkommen hier bei World Warships in der Akizuki. Ich habe hier sehr viel Glück. Ich habe jetzt direkt einen übelsten Kack mit Flugzeugträger und gar keinen Schlachtschiffen gefühlt, dass ich halt, was das angeht, Schaden machen kann. Oder farmen kann, ja gesagt. Ich fahre jetzt tatsächlich auch nach A. Ich möchte eigentlich mal jetzt gucken, mal kurz. Das ist mal echt geil jetzt mit den Effekten, weil Schlachtschiffen sieht man das halt nicht so krass, weil die halt so groß sind. Also so Kleinschiffen, wenn das Wasser so richtig hart am Spritzen ist. Ist richtig so hoch und dann halt aufs Deck fliegt. Sogar auf Geschütz. Das ist sehr interessant. Finde ich cool. Guckt euch das an. Ist echt geil. Ja, es gibt eine schlechte Sache in diesem Update. Ich glaube, Kaga ist. Der Mummi hat AP geladen. Ich habe getroffen, yay! Das war AP, ne? Danke, Team. Danke, Team. Dass ihr euch so gut um mich kümmert und einfach den Kreuzer für mich weghaut. Ich bin echt weg. Alter. Das ist total. Alles klar, der wurde richtig hat weggenudelt. Das ist eigentlich Teamplay. Mein Gott. Magi hat ihm voll meine Wangen gedrückt und Rami hat ihn gefinisht. Oh, geile Tarnung, Mann. So, was möchte mein geiles Herz eines Zerstörers natürlich haben? Ja. Ich will die Enterprise torpen. So richtig hat man. Vorher müssen die noch was Kleines aus dem Weg räumen. Okay. エンジンブースト解除。味方航空機を支援せよ。 À tous les bâtiments, cible stratégique repérée à cette position. Ich komme jetzt mit Vollspeed raus und hoffe, dass ich dann die Kagero nochmal überrasche und killen kann. Das wäre jetzt echt wichtig für mein Team. Dann werde ich auf jeden Fall schon mal das machen, damit wir vielleicht Torpedos haben und die Nord kleiner wegtorben können. Oh ja, schon gut von mir jetzt gefressen wieder. Da die da vorne an der Spitze vom Schiff sind, sind jetzt schön nass, Alter. Oh Mann, ich bin aufgeregt. Komm schon, wo bist du? Ah, da, hi. Double Strike. Oh yeah. Ich habe meine Torpedos geglaubt. Ich habe auch noch einen getroffen, aber das reicht ja für den Northland. Die hat eh so wenig Schutz.
So, Torpedos sind echt geil. So. Jetzt ist die Sache, was heißt jetzt das Cleverste? Den CV zu handeln oder? Macht es keinen Sinn, den Flugzeugträger zu jagen, ne? Aber ich glaube, die Fantastik wird gleich eh weggehauen, komplett. Deswegen versuche ich mein Glück damit, den Flugzeugträger zu finden, weil. Why not? Bin scharf drauf, ihn zu killen. Also Mogami ist echt noch gut am Start. Jetzt mit der Le Terrible. Ich glaube, die ist jetzt gleich tot von den Feinden. Ich glaube, die, ja, die können, glaube ich, gleich schießen, wieder die Yamagi und deswegen. Oder die, Ami bekommt den, ich weiß nicht. Ja, die ist tot. Le Terrible. Lad mal auf AP um. Das Gefühl, der wird einfach mega hart rennen, der Junge, oder? Ist auf jeden Fall, wo die. Einzige, was mich davon abhält, jetzt den Kollegen zu farmen, ist tatsächlich einfach nur die Charles Martel. Die wird mir voll was reindrücken, wenn ich mich jetzt hier zeige. Deswegen warte ich lieber ein bisschen. Da soll ich aber jetzt drauf. Na, okay, er lenkt jetzt ein, deswegen lasse ich es lieber. P. Charles Martel hat auch einen Reload Boost, deswegen ist das irgendwie nicht so geil. Ich bin der Einzige. Alter, sonst ist jeder tot aus meinem Team. Scheiße. Alter, das war dumm. Was hat funktioniert? Scheiße. Okay. Es ist eine sehr schlechte Idee, zum Cap zu gehen, weil wenn ich das jetzt versuche, werde ich dann eh wahrscheinlich sterben. Deswegen ist es eine scheiß Idee. Ich könnte niemals cappen, wenn ich da mit dem Flugzeug am Arsch. Das ist Quatsch. Ich habe noch irgendwie. Ach, aber leider hat das das. Aber wir haben ja Full Life Kaga. Gegen eine Low Life Enterprise. Wer jetzt auch ins Cap rein? Ich glaube, der sollte ihn einfach killen, haben wir gewonnen. Easy. 3 Kills gemacht. Nice.
Er sollte nicht stehen bleiben in seiner Kage. Er sollte beweglich, also sich halt wirklich dauerhaft bewegen. So wie halt die Enterprise es macht. Um halt ein schweres Ziel abzugeben. Und halt nicht halt am besten nicht geradeaus fahren, wenn er halt seine Bomben da wirft. Ja. Oh Mann. No formale. Bitte Übersetzung, ich bekomme, was das heißt. Google Übersetzer. Ich will jetzt raustappen, aber wenn ich raustappe, dann ist weg. Ich hoffe, wir haben verloren. Der Flugzeugträger ist nicht annähernd so gut wie der feindliche. Mein Kager ist doch echt gut, oder nicht? Mein Kager ist echt starkes Schiff. Ah, das ist so nervenaufreibend, mein Gott. Boah, ist das warm, ey. Oh, Kager hat richtig kassiert. Ich glaube, wenn er ihn jetzt nicht killt, haben wir verloren. Er bewegt sich jedenfalls und bleibt stehen. Ja, Kaga hatte viel mehr Leben, 20.000 mehr Leben als er. Jetzt wird er auf jeden Fall sterben. Fährt auch so langsam irgendwie. Wenn er den Wurf jetzt richtig gut macht in seiner Enterprise, dann... Ja, er ist tot. Tschüss. Oh Mann. Ach, dann hast du schon so eine krasse Scheißklasse und kackst so ab, Alter. Aber Katsuki ist immer noch geil. Oh, was? Wieso habe ich so viel XP bekommen, Heilige? War ich Booster drin? Oh nein, bitte nicht. Oh, ich habe, glaube ich, Booster drin, verdammt. Oh, trotzdem über mir, ach Mensch. Ich weiß nicht, warum er 61 Flugzeuge abgeschossen, ey. Also, welches Schiff ist besser, Enterprise oder Kaga? Ich habe halt keinen Plan von Flugzeugen, aber ja, aus welchem Grund wohl. Wir haben gutes Geld gemacht und wir haben 3 Kills gemacht. Auch ein Double Strike ganz gut. War ein bisschen schade, dass wir jetzt nicht gewonnen haben, weil an sich geht es mir eigentlich meistens immer noch darum, dass ich halt meinen Spaß habe. Spaß gehört dazu, dass ich gewinne. Ich möchte gewinnen. Nein, Spaß, alles gut. Wir haben 60 Flugzeuge abgeschossen, ist gut. Die waren echt eine gute Hilfe, bin ich ehrlich. Alles klar, ich werde jetzt erstmal mich ausfringen, denn es ist voll warm. Und ich schwitze wie ein Schwein. Roulette-Bro, guck, Alter. Ja, das freut mich auch. Kann einfach nicht kochen, der Junge. Ich hoffe mal, dass der beim nächsten Mal nicht kocht und dann gucken wir mal, was wir beim nächsten Mal Lustiges hier uns fertig machen. In der Küche. Keine Ahnung, irgendwie bin ich jetzt auf Kochen. Naja, bis zum nächsten Mal. Ciao.